Also das erste Mal, als ich das gemacht habe, war Bellwald Fürgange. Das ist zwar eine Pendelbahn, nicht eine Umlaufbahn. Und da haben wir die Achse daraus genommen und Riss geprüft, was eigentlich das Gesetz verlangt, dass man die nach so und so vielen Jahren Riss prüfen muss. Dann bin ich in Brief Algerien gegangen, da die Bahnen, die über die Stadt drüber abfahren. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich eine Idee hatte, dass man immer die Autokranen das ganze Zeit bräuchte. Dann haben wir nachstudiert und dann ist mir eben die Swiss Revy Gondola in den Kopf gefallen, dass das eigentlich nur eine Plattform sein muss, die unten dran ist, dass wir drauf stehen und arbeiten können. Die Revisionen, die der Hersteller vorgibt, die werden da genau so gemacht. Die Achsen werden auf Rissprüfung gemacht. Wir müssen keine Rollenbatterie mehr demontieren. Es bleibt alles vor Ort, also am Masten dran. Wir müssen keine Helikopter mehr haben. Und jetzt zum Beispiel heute hier, wenn man sieht, die ganzen Touristen, die hier laufen und genießen, es ist kein Lärm, nichts, keine Ruhestörung, nichts. Heute die Umwelt ist natürlich auch mit dem geschont. Wir sparen Zeit, wir sind viel schneller von dem her. Wenn jetzt das eine Anlage wäre, wie zum Beispiel der Wiesenstein, das ist die Fahrt immer, dann kann mir der technische Leiter sagen, los, ich hätte morgen unangemeldet Kunden, die gerne fahren wollen. Das ist ja Geld für sie. Dort würde ich sagen, gut, heute werden wir so weit fahren. Und dort tun wir am Abend die Plattform, am Abend in die Garage, die sieht euch niemand von den Kunden. Und dann kannst du morgen fahren. Und am Übermorgen tun wir wieder die Plattform drauf und dann wieder weiterarbeiten. Und ja, für die Zukunft habe ich eigentlich schon sehr gut, habe ich höhere Freude, habe ich schon bis zum 23. schon Aufträge.